Ja, komisch irgendwie. Jetzt sitzen wir alle zu Hause, keiner geht mehr raus, ist auch gut so. Passt auf euch auf, passt auf eure Verwandten auf, vor allem auf eure Großeltern. Ja, so ist es. Jetzt machen wir mal Physik von zu Hause. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer. Ich hätte vielleicht mal aufräumen sollen, aber nee, passt. Ja, heute soll es erstmal ganz schnell, haben wir schon gemacht, im Unterricht um Geschwindigkeit nochmal gehen, ein Experiment, was ihr selber zu Hause durchführen könnt, mit allem Möglichen, was ihr zu Hause habt. Ihr braucht dazu eigentlich nur euer Handy, habt ihr sowieso, und einen Meterstab oder ein Maßband. Also entweder klaut ihr aus der Werkstatt, aus dem Werkzeugkasten den Meterstab oder aus dem Nähkästchen das Maßband. Oder ihr nehmt einfach euer Geodreieck und müsst halt einen Meter lang abmessen oder zwei. Geht auch. Ihr habt gerade gesehen, mein Sohn hat so ein Feuerwehrauto. Wenn man das anschubst, dann drehen sich die Räder weiter. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, wie schnell fährt denn dieses Feuerwehrauto? Um rauszukriegen, wie schnell das Feuerwehrauto ist, habe ich jetzt einfach mal meinen Meterstab bei mir in der Küche hingelegt und habe natürlich das Feuerwehrauto. Und jetzt lassen wir das Feuerwehrauto mal flitzen und schauen mal, wie lange es denn braucht, um die 2 Meter zurückzulegen. Ihr dürft mal mit stoppen. So, ihr seht, in der Physik ist es oft so, Experimente gehen schief, dann muss man was ändern. 2 Meter war zu lang, das hat irgendwie nicht funktioniert, das Auto fährt nicht lang genug geradeaus. Also verkürze ich mal meine Messstrecke auf 1 Meter. Okay, jetzt hat es funktioniert. Nochmal, ihr könnt jetzt hier kurz stoppen, eure Stoppuhr bereit machen und ich lasse es euch nochmal ablaufen. Also, Video stoppen, Stoppuhr bereit machen, gleich könnt ihr messen. Jetzt fände ich es natürlich klasse, wenn ihr eure eigenen Experimente macht mit euren eigenen Autos. Ich habe mitgekriegt, ihr habt ganz viele ferngesteuerte Autos und solche Sachen, damit geht es natürlich super. Aber wenn ihr sowas nicht habt, macht es gar nichts. Vielleicht habt ihr kleine Geschwister oder auf dem Dachboden liegt noch von euch die Sachen. Es geht auch mit so einer Holzeisenbahn zum Beispiel. Da müsst ihr da aber Schienen bauen. Ich habe gemerkt, die fährt nicht so unbedingt geradeaus. Mit so Lego-Autos geht es ganz gut. Ich habe so Hot Wheels-Auto noch, hier so ein Renn-LKW. Was ihr dafür natürlich braucht, ist eine schiefe Ebene, dass die irgendwo runterfahren können. Dazu baut ihr euch am besten aus irgendeinem Buch eine schiefe Ebene. Ich habe das ganz einfach so gemacht, dass ich ein paar Bauklötze aufeinander gemacht habe, oben Lego drauf, abgestützt. Ja, jetzt ist noch ein bisschen wackelig, aber das kriegt ihr hin. Dann habt ihr eine schiefe Ebene. Die Autos können runterfahren und ihr könnt die Ich Geschwindigkeit habe euch messen. jetzt noch ein paar Videos von meinen Versuchen gemacht. Manche gehen schief, manche nicht. Ihr wisst immer, ihr könnt kurz anhalten, ihr könnt dann messen, könnt die Geschwindigkeiten von meinen Autos messen. Ich habe es jetzt nicht gemessen, deswegen würde mich interessieren, was ihr für Ergebnisse habt, was ihr rauskriegt als Geschwindigkeit. Und ich würde mich über Videos von euch freuen, was ihr denn so experimentiert habt und welche Autos ihr denn so habt. Wie man aus der Strecke und der gemessenen Zeit die Geschwindigkeit berechnet, haben wir im Unterricht schon behandelt. Wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, könnt ihr entweder euch nochmal das Video von Simple Physics angucken. Das brauche ich euch nicht mehr so im Video erklären. Das machen die Jungs von Simple Physics echt gut. Das verlinke ich euch. Ansonsten
Würde es mich freuen, von euch zu hören, was ihr so experimentiert habt, was ihr gemessen habt, wie schnell meine Fahrzeuge sind. Bis dann. Ach ja, noch was zum Schluss. Sorry, dass das Video ein bisschen hochkant und Querformat durcheinander geworden ist. Meine Festplatte ist voll und deswegen habe ich das komplett mit dem Handy geschnitten. War jetzt auch neu für mich. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, welche Schnittprogramme man da gut verwendet. Ich benutze gerade iMovie.